Samstag, 13.04.2024, Longronio, Najera, mein Camino, Tag 8. Ich starte in der Kühle des Morgens. In Fredo schlummert Tanja und die Hundebande. Ich brauche 2 Kilometer, bis ich wieder auf dem Camino bin. Der Weg heute ist lang und oft eintönig. Ich kann diese Wege mit den losen Kieselsteinen nicht mehr sehen. Ständig zwingt ein Stein den Fuß zum Ausbalancieren. Wie im Leben, denke ich. Der Blick weicht kaum vom Weg. Da strengt den Kopf an. Schaue ich in die Ferne, sehe ich viel Schönes. Berge, Seen, kleine Dörfer. Hier am Weg jedoch nur Staub und Kiesel. Meine Beine sind schwer und doch tragen sie mich weiter. Müde erreiche ich Najera und freue mich, Tanja zu sehen. Fazit des Tages? Der Blick stur auf den Weg gerichtet, versperrt uns die Weitsicht. Und die schlafen noch, die Mäuse. Ich muss heute früh los. Ganz in der Früh, weil es sehr warm wird und sehr weit ist. Und deswegen mache ich mich jetzt schon auf den Weg, ihr Lieben. 8. Etappe heute. Logroño Naveria oder so. Fast 30 Kilometer. Und ich laufe jetzt mal zum Camino. Das ist ganz spannend. 7:15 so früh durch so eine Stadt zu laufen. Man kann es schon sehr gut kurzärmlich aushalten. Wie ihr seht, ist es noch eine schöne Kühle, aber auszuhalten. Ja, ich bin völlig allein unterwegs. Also, es ist Samstag. Es müssen nicht viele zur Arbeit. Entschuldigung. Und so ist es sehr ruhig heute Morgen. Sind wir in der Altstadt und dann sind wir wieder auf dem Camino. Ich weiß allerdings nicht, warum ich flüstere. Störe ja keinen. Ist das nicht schön? So, und die ersten 2 Kilometer vom Stellplatz in die Altstadt habe ich schon. Und hier vorne, auf dem Kopfsteinpflaster, beim Bierhaus, bin ich wieder auf dem Camino. Zack, wieder auf Kurs. Bei der Straßenbeleuchtung ist es schwierig, die gelben Pfeile zu erkennen. Und wenn du denkst, du bist der frühe Furm, schau mal, da vorne sind schon welche unterwegs. Bedeutet, ich bin wohl auf Kurs. Gracias. Gracias. Adios. Adios. Gracias. Adios. Buen día. Frühstück ist drin, ihr Lieben. Lecker Croissant und Kaffee. Konnte mich gar nicht entscheiden, ob der Riesenausfall da drin. Ja, es ist jetzt schon langsam heller und ich wollte an dieser Stelle mal sagen, dass ich das sehr beeindruckend finde, selbst kleine spanische Städte und Orte tun unheimlich viel für das öffentliche Leben. Es gibt unglaublich schön angelegte Anlagen, Grünanlagen, Parks, Trinkwasserbrunnen überall, macht Sinn bei der Hitze. Ist ja doch ein bisschen anderes Klima hier. Aber was mir auch aufgefallen ist, gerade im Innenstadtbereich, dass die Städte sehr, sehr sauber sind.
Unfassbar. Also da liegt kaum mal ein Zigarettenstummel oder irgendwas rum, ein Flaschendeckel oder so. Man sieht auch, ja, nicht ganzen Tag, aber vereinzelt immer so fleißige Ameisen rumflitzen, die permanent dafür sorgen, dass die Städte einen sehr, sehr gepflegten Eindruck machen. Gefällt mir gut. Also Müll und Schmutz kann man hier suchen. Ich hoffe, man hat die kleinen Racker gesehen. Die haben schlimm Fange gespielt, immer um den Stamm herum. Ja, und das war schon mit Logroño. Bin jetzt hier aus der letzten Straße der Vorstadt raus. Unterquere jetzt, ich glaube, es ist die AP10, kann ich aber nicht beschwören. Man hört es auch. Und dann kann ich euch gleich wieder ein bisschen Natur zeigen. Hier geht es jetzt ein bisschen um den See. Oh je. Das dritte, was ich heute sehe, und das war ganz zutraulich. Och, herrje, das ist ja was für mein kleines Herzchen. So cute. Da hinten ist Logroño. 9 Kilometer habe ich schon. Ja, geht ganz gut. Aber jetzt, wo die Sonne raus ist, wird's warm. Und da ist mein erstes Pausenziel heute. Liegt ungefähr auf der Hälfte. Und da müssen wir um den Kirchturm so durch die Altstadt drum zulaufen. Jetzt fragt ihr mich, wie das Örtchen heißt. Wir werden es im Bälde erfahren. Jetzt geht es aber fies bergunter hier. Aufpassen mit dem Knie. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt es sicherlich schon gesehen bei Rico. Er ist sehr früh los heute Morgen. Er hat es ja gestern auch schon gesagt, wegen der Hitze, die heute wieder gemeldet ist. Im Moment ist es noch sehr schön, sodass er ja mindestens die erste Hälfte bei angenehmen Temperaturen zurücklegt, denke ich mal. Wir sind jetzt startklar. Ich bin heute ein bisschen auf der Wasserjagd. Das ist noch nicht zwingend nötig, aber wenn ich was sehe, dann tanke ich. Und ich möchte gleich nach Viana fahren. Das ist der Ort, wo Rico gestern schon durchgelaufen ist. Das ist aber mit dem Auto nur 10 Minuten von hier. Da gibt es ein sehr großes, eingezäuntes Hundegelände. Und da wollte ich eigentlich den Kalle mal rennen lassen, weil der ja immer noch, also immer angeleint ist bei uns, weil er noch nicht zuverlässig abrufbar ist. Aber in dem Gelände, da er nett mit anderen Hunden ist und so und mit Menschen, will ich das mal ausprobieren gleich. Also schauen wir uns das mal an. So Leute, Wasser läuft. Und ja, gleich ist schon voll. So, der Ort, der kleine mit der wunderschönen Kirche, das war also Navarrete. Wir müssen da lang, ihr Lieben, immer schön an der Straße.
ungefähr Halbzeit für heute. Ich habe ein paar Fragen gekriegt auf Insta, ob ich mich nicht einsam fühle hier, wenn ich hier so immer alleine laufe jeden Tag. Das ist jetzt der 8. Tag. Und ja, ich laufe ja immer allein. Hin und wieder sieht man ein Gesicht entgegenkommen oder passiert mal andere Pilger oder Wanderer. Aber das Gefühl von Einsamkeit habe ich gar nicht. Ist ganz schön, nur mit sich zu sein hier. Man denkt über dies oder jenes nach, oft auch gar nichts, habe ich festgestellt. Und was ich so langsam, ja, überhaupt kann ich nicht sagen, aber was so langsam öde ist, ist das. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr so ein auch schön festgemachter Weg, aber mit diesen Kieseln und dem Sand und dem Staub einen auf die Nerven gehen kann. Das ist so, das knirscht so und ist so instabil. Der Fuß muss immer arbeiten. Nervt. Aber so muss es sein. So, ich hab's gefunden. Ein Dogpark. Da können wir uns doch jetzt mal hier ein bisschen bewegen. Aber natürlich, wie das immer so ist, jetzt rastet er nicht aus. Ne? An der Leine kriegt er immer Zoomies und will rennen. Und jetzt ist er entspannt. Naja, was soll's. Wenigstens mal ohne Leine laufen lassen. Ist auch gerade kein anderer da. Das ist ganz gut, weil dann können meine keinen anderen vermöbeln. So ein Rudel ist ja immer eine andere Dynamik als ein Einzelhund, wenn dann einer kommt. Je nachdem, wie der sich verhält, kann der schon mal auf die Mappe kriegen. Da muss ich dann schnell sein. Gut, gut. Schauen wir mal hier ein bisschen rum. Da sind aber jetzt ein paar erschöpft, ha? Oh ja, ja. Nähnchen, Mausi. War das anstrengend? Ich fand es aber auch anstrengend, jetzt so lange in der Sonne zu stehen. Ich hatte mir überhaupt nichts auf den Kopf gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie Rico das macht, in der Sonne zu laufen. Aber gut, er hat einen Cap auf, er akklimatisiert sich wahrscheinlich. Ich bin ja überhaupt kein Hitze- und Sonnenmensch. Aber naja, na gut, die Hunde sind müde und ausgelastet. Und jetzt checke ich mal einen Stellplatz, wo wir vielleicht heute Nacht schlafen. Weil das im Dorf, naja, gucken wir uns dann ja auch an, wenn ich Rico abhole. Da müssen wir dann mal entscheiden. Aber einen gucke ich mir vorab schon mal an, damit wir wissen, ob es sich lohnt, dahin zu fahren oder nicht. Das ist mein Plan. Ihr Lieben. In den letzten 10 Minuten war ich mit mir sehr böse. Was war passiert? Einmal gelaufen, wie alle laufen. Nicht auf den Weg geachtet, sondern der Herde gefolgt. Und schwupps, Umweg. Ich dachte mir in meiner App, dieser Ort ist da gar nicht drin. Ja. Warum auch immer die da lang gelaufen sind und ich hinterher, da zeigt sich wieder, da wo alle hinrennen, ist noch lange nicht der richtige Weg. Naja, so ist es eben.
Na, ihr Lieben, sollen wir mal die letzten 5 Kilometer in Angriff nehmen? Was meint ihr? Hab eine schöne Pause gemacht gerade, nichts gefilmt, mich mit einem etwas älteren Herrn aus New York unterhalten. Den sehe ich eigentlich seit der ersten Etappe. Er hat einen ganz markanten Rucksacküberzug. Der begleitet mich täglich, mal früher, mal später. Heute etwas früher. Und ich wunderte mich, wie kommt's? Ja, er hatte keine Unterkunft bekommen in Logroño und ist dann mit dem Taxi weitergefahren nach, oh Gott, Navarrete, dieses kleine Bergdorf, und ist dort um 6 Uhr gestartet heute früh. Und deswegen habe ich ihn so früh am Tage heute mal gesehen, weil er sehr langsam gehen muss zurzeit und auch nur die Hälfte des Weges immer macht, weil seine Hüfte nicht mehr zulässt. So kann es also auch gehen. Trotzdem ist er auf dem Camino. Inzwischen sind wir in Nájera angekommen. Das ist Ricos heutiges Tagesziel. Wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz, den ich rausgesucht hatte. Es gibt auch einen Wohnmobilstellplatz, aber der ist nicht besonders schön. Und da ist nur eine ganz kleine Pipiwiese daneben für die Hunde und dann direkt Schnellstraße oder sowas drumherum. Das ist ein Schotterplatz direkt am Ort. Da hinter den Häusern verläuft direkt der Camino. Das heißt, Rico kann sich da einen Stempel holen und hier direkt reinlaufen. Und wenn man hier links runter geht, mal davon abgesehen, dass der Parkplatz hier drumherum mehr Grün hat als der Wohnmobilstellplatz, geht da die Straße runter, dann noch einen Weg an so einem Bächlein lang. Falls wir hier bleiben und nicht rausfahren zu dem anderen Stellplatz, zeige ich euch das nachher noch. Das kann Rico wie immer entscheiden, also ich wäre fein mit dem Platz. Aber es war heute Nacht in Logroño sehr laut, also städtisch halt, ne? Irgendwo in der Ferne hupte jemand, dann war wieder was. Ich glaube, Rico hat gar nicht so gut geschlafen, ich zumindest nicht. Und dann kann er entscheiden, ob er dann lieber rausfahren will zu dieser einen Siedlei, also zu der kleinen Kapelle, wo ich vorhin mir den Platz angeguckt habe. Der wäre ganz okay auch, also super okay. Dann würde ich ihn morgens wieder reinfahren, weil das sind 4 oder 5 Kilometer sogar bis dahin, aber wahrscheinlich zu Fuß so 4 Kilometer bis zu diesem anderen Stellplatz. Das wäre ein bisschen viel, um das extra zu laufen. Also ich finde, er kann entscheiden, ob er wieder städtisch schlafen will. Das ist aber eine sehr kleine Stadt. Ich denke, dass es hier nachts ruhig ist. Oder ob er rausfahren will. Warten wir mal ab, was er sagt. Wie gesagt, falls wir hier bleiben, zeige ich euch dann noch mal genaueres. Glanzlos, ohne jegliche Bezeugung von Ruhm, läuft er in Nájera ein. Nájera, ach, I don't know. Ehrlich gesagt, ganz schön im Arsch. Es ist, Mann, wie spät ist es denn? Immer zeigst du was anderes. 12.28 Uhr. Um 7 bin ich los. Das ist gar nicht schlecht. 2 Pausen habe ich gemacht. Und dennoch merke ich mein Knie und meine Hüfte. Dann schaue ich mal, wo es einen Stempel gibt und wo der Fredo ist und die liebe Tanja. Aber erstmal Kaltgetränk, ne? Kaltgetränk ist immer was Schönes nach so einer Nummer. Stempelchen gefunden. Jetzt Fredo finden. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Oh, das sieht aus wie ein Parkplatz hier.
Ay, caramba. Die habe ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel, diesen Platz. Ich hoffe, ich muss hier nicht schlafen. Ist ja gruselig. Könnt ihr mal sehen, was man so auf sich nimmt. Also wie gesagt, dieses Etappenziel hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier bleiben oder was Schönes finden. Was ist das hier? Das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Moin, Herr Pilgersmann. Hallo und willkommen in der Sendezentrale. Sein erster Kommentar war ja gerade, was ist das hier? Ich glaube, wir fahren noch mal raus. Was ist das hier? Ja, sofort. Ja, wir bitte. Hatten hier was anderes gesucht. Geschafft, Leute. Mhm. Ich habe es geschafft. Stempel gefunden, Fredo gefunden, Frau gefunden. Und jetzt ab hier, ab in Schatten. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Aber wie war es denn? Gut? Anstrengend. Anstrengend, war ganz schön warm wieder, ne? Ja, ab 9. Ich muss auch die Füße jetzt mal, die Beine aus der Sonne kriegen. Sie sind... Ja, sie sind wirklich rot. Also, ab jetzt. Gut, wir packen ein, wir fahren raus zur Einsiedelei. Einsiedelei. Spaß dabei. Während Herr Walewski hier im Schatten geparkt wird mit einem Snack, kann ich euch mal den Platz zeigen, wo wir jetzt schlafen werden. Das ist doch schöner als so ein Schotterparkplatz, oder? Und sind 5,2 Kilometer vom Camino weg, wo ich Rico morgen wieder rausschmeiße. Und zeig auch die Wasserstelle. Mach ich. Da ist die Kapelle. Hier war auch, als wir ankamen, irgendwas los. Vermute die Beerdigung. Es gibt hier eine Wasserstelle, also zumindest dieser Art. Jetzt nicht unbedingt für Gewinde, aber mit einem Wasserdieb könnte man sogar Wasser tanken. Und es gibt auch Toiletten, sagte Rico gerade. Da wissen wir aber nicht, ob die immer offen sind oder nur bei der Veranstaltung gerade. Kann natürlich sein, dass sie abgeschlossen werden. Ne, die sind jetzt zu. Ja, okay. Also Toiletten nur, wenn hier was los ist. Aber ihr habt ja hoffentlich selber eine Toilette an Bord, weil Camper ohne Toilette an Bord sind uns ja ein Graus. Wir müssen nicht alles abschatten, es ist so warm. Naja, was ich euch aber noch zeigen will, ist, das ist natürlich für mich ein Träumchen. Wir waren gerade schon mal noch mal kurz laufen. Nachher, wenn die Sonne weg ist, um 8 Uhr, 20 Uhr, dann werde ich noch mal mit denen ein bisschen weitergehen. Hier, diesen Weg kann man ewig reinlaufen. Und auch rechts hoch, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber an der Stelle ist ein Sonnenschirm mit ein paar Leuten. Da scheint so ein Angelteich zu sein oben, da kann man auch nochmal rechts reinlaufen. Und jetzt, wo diese Kapellenveranstaltung vorbei ist, ist hier eine herrliche Ruhe, wirklich. Einfach toll. Also rausfahren lohnt sich. Und wenn ihr es nicht wollt, schlafen geht auch auf dem Stadtparkplatz. Also es ist nicht so laut wie in Logroño, aber wenn man sowas hier haben kann, dann lohnt sich doch auf jeden Fall die Fahrt. Da bettelt jemand um Käse. Zeig meine Füße. Was ist mit deinen Füßen? Wie gut sie aussehen. Ja, keine neuen Blasen dazugekommen, ne? Nein. Das war wirklich nur, haben wir das eigentlich schon erzählt von deinen Schuhen? Hast du das schon mal erzählt? Ja, die ist noch unterm Fuß, die kannst du einmal zeigen. Ja, die sieht echt übel aus. Nein, die ist... Ja, das sieht jetzt übel aus, aber es ist schon besser. Die kam davon, dass die teuersten Schuhe, die Rico sich gekauft hat, überhaupt zum Wandern, und die sind eingelaufen und alles, von Meindl, unbezahlte Werbung, weil Anti-Werbung, ist ja den ersten Tag mitgelaufen und da hat sich die wie heißt das? Von der Einlegesohle. Genau, Einlegesohle. Hat sich das Nappa-Leder gelöst und hat dann so... Falten richtig, geschlagen. Richtig dolle Wellen geschlagen. Was ein Schrott, ey. Ja, wirklich. Ich meine, die Schuhe mögen gehen, da kaufen wir nochmal andere Einlegesohlen für, dann kannst du die auftragen. Ja, ja, ja. Aber jetzt trägst du nur noch die halben hier, ne? Genau. Im Moment, von was ist das überhaupt? Columbia.
von Columbia. Mit denen läuft er jetzt die ganze Zeit. Und wenn du noch mal hohe anziehen willst auf dem Ocebrero, hast du ja noch deine Joe Nimble. Genau. Die sind ja eh am allerbesten von allen Schuhen. Hätte ich dieses Mindel-Desaster nicht, hätte ich überhaupt gar nichts. Ja, das hat tatsächlich die ersten Blasen verursacht, die dann eine Weile gebraucht haben. Und seitdem sind keine dazugekommen und jetzt heilen die ab. Und wenn ich hier so sitze mit meinem kleinen Snack auf dem Bauch, kann ich verkünden, dass ich von meinem Geburtstag letzten Samstag bis heute Samstag 200,96 Kilometer zu Fuß gelaufen bin. Ja, schön blöd, ne? Früher habe ich immer gesagt, wenn Tanja wohin wollte, ist weit oder können wir mit dem Auto fahren? Genau. Naja. Naja. Und hier sitzen auch noch zwei, die Käse wollen. Aber ihr kriegt keinen Käse. Doch, zumindest die sollen nicht jetzt zu mir kommen. Nee, nicht jetzt. Gut, gut. Dann gibt es später noch ein Fazit. Fazit. Und hier das versprochene Fazit des Tages. Herr Walewski hat gar keine rechte Lust, noch was zu sagen. Nein, es ist sehr warm. Genau, man mag nicht denken, nicht reden, sich nicht bewegen. Die Füße pochen nach 30 Kilometern. Und es ist so warm. Und darüber hinaus ist es auch noch unheimlich warm. Leute, das kannst du doch nicht von Juni bis August machen. Oder September, da verglühst du doch hier. Ja. So viel Wasser kannst du ja gar nicht mitnehmen. Nein. Nein, lieber jetzt. Und wir haben heute den 13. April. Und es ist hier höllewarm. Mhm. Aber den Tag haben wir gerockt. Bisher die längste Etappe. Die eintönigste Etappe. Weil der Weg echt so staubig und steinig war. Und damit möchte ich jetzt auch genug geweint haben für heute. Ich freue mich auf morgen. Ja. Und gucke, was der Tag dann so bringt. Mhm. Und wir freuen uns auch beide auf eine Dusche, ne? Nach ja, aber erst, wenn die Sonne untergegangen genau, ist. Das haben wir gerade gesagt. Erstmal muss es abkühlen, damit ja man nicht direkt nach dem Duschen wieder schwitzt. Sonst macht es keinen Sinn. Nee, macht wenig Sinn. Mhm. Also Leute, bis morgen. Lasst den Kopf nicht hängen. Nach der Wärme kommt auch wieder die Kühle. Bis morgen. Tschüss.